Tatsächlich möchte ich ja eigentlich nur für eine kurze kleine Rechnung wissen, wie viele Punkte ein Tetris ab Level 10 gibt. Jetzt hat man gesehen, in Level 9 hat er 12.000 gegeben. Ob er dann ab Level 10 mehr gibt oder ob man da dann sich gedacht hat, ach nee, jetzt bleibt es dabei. Ich meine, in niedrigeren Leveln geben die Tetris dann natürlich weniger Punkte, da gibt alles weniger Punkte. Und darum interessiert mich das jetzt quasi mal. Und fraglich ist, warum ich nicht einfach mal Google anwerfe. Aber das lassen wir dann einfach mal so in der Unendlichkeit verhallen. Ich war nämlich kürzlich im Miiverse unterwegs und habe einen Beitrag gelesen, wo jemand irgendwie so einen 60.000er oder so Highscore postete und fragte, wie viel die anderen so haben. Und das war quasi jemand, der nicht von damals kam, also in Anführungsstrichen von damals, als wir noch alle jung und knackig waren und Videospiele noch genau so aussahen. Und naja, der war auf jeden Fall sehr verwundert, als dann jemand schrieb, er erinnere sich an Highscores von 500.000 und mehr. Da nickte ich nur wissend. Aber irgendwann keimte in mir so diese Frage auf, 500.000, ja, das war, tatsächlich? Dann rechnete ich mal so durch, also ich meine, ich habe es ja irgendwann immer so gespielt, auf Level 9 anfangen, damit man möglichst viele Punkte bekommt und sowas, ne? Aber, na toll, jetzt natürlich. Ich muss mal kurz konzentrieren, um zu wissen, was ich sagen wollte. Habe ich vergessen, was wollte ich denn sagen? Überlegt euch ein sinnvolles Satzende und postet es mir. Auf jeden Fall rechnete ich dann, nein, ich stellte mir die Frage, haben wir die, also ich oder einer meiner Brüder, diese 500.000 damals eigentlich mal erreicht oder war das nur so ein Mythos oder versuchten wir immer nur und haben darüber geredet, dass wir das gern mal machen würden oder sowas. Und dann warf ich dann mal meinen Taschenrechner an. Es war früh morgens und mein Kopf wollte noch nicht so, wie ich wollte. Und stellte dann auf jeden Fall fest, für 500.000 Punkte müsste man ja irgendwie, also nur mal mit den Punkten von Level 9 gerechnet, mit den Tetrissen. Ich glaube 176 Lines oder sowas machen. Und 176 Lines ist eine Menge. Ja, also das ist, oder 167, nee, das wäre jetzt nicht. Doch, ich glaube schon, keine Ahnung. Rechnet selber. 500.000 durch 500.000 ist 1. Es ist immer noch früh morgens, wie ihr merkt. Ein anderer Morgen als der eben angesprochene. Nein, 500.000 durch 12.000. Kommt irgendwie, glaube ich, weiß ich nicht, Wert von X raus. Übrigens hat Postillon kürzlich mal gesagt, dass der Wert von X endgültig auf 5 festgelegt wurde. Mein Leben wird schlagartig um einiges leichter. Auf jeden Fall auf Level 17, weiß nicht. Es gibt Leute, die finden Level 9 schon zu schnell, das ist Gewöhnungssache, fand ich als Kind auch, ja, gebe ich zu.
das ist Gewöhnungssache, aber 16, 17, also da ist mit Bewegen nicht mehr viel. So verbaut, wie ich mich hier habe, werde ich da jetzt in diesem Video nicht mehr ankommen, aber ich hoffe wenigstens, dass ich Level 10 schaffe, um mein Ziel zu erreichen. Ansonsten seht ihr wenigstens eine schöne Rakete. Endlich mal wieder. Wir wollen noch Punkte. Wir sind um nichts anderes als der Punkte wegen hier. War das jetzt eigentlich korrektes Deutsch oder nicht? Doch, ich glaube, es klang ganz okay. Bin ich nicht mit Azure, was hier gerade passiert? Jetzt baue ich mir nicht mal eine schöne Tetris-Gasse zu, aber so ist das halt, ne? Es ist zu früh am Morgen. Also eigentlich nicht, mittlerweile ist es schon 8 und ich bin schon seit 2 Stunden auf und vielleicht hat der Morgen auch einfach nur falsch angefangen mit nicht genug Kaffee. Habe erst 3 Tassen. Nö, das ist schon mal nicht genug, aber auch ansonsten. Ich habe die falschen Spiele zuerst gespielt, glaube ich, genau. Ich habe nämlich meinen Street Pass in allen möglichen Spielen mal so abgearbeitet, in Anführungsstrichen. Den Eingang geleert und bei Mario Kart mal geguckt, was da so ist, und dann mal kurz im Online-Modus bei Mario Kart 7, nicht 8, irgendwie versucht, was auf die Reihe zu kriegen, was auch nicht so gut geklappt hat. Und dann noch Mario Party. Fand ich anfangs richtig cool, mittlerweile gehört es nicht mehr zu meinen Lieblingsspielen. Das ist online bzw. mit dem Street Pass kann das doch manchmal ganz schön knackig werden. So, Level 10. Ich hoffe, ich kriege jetzt auch mal einen Tetris hin. Sieht gerade nicht danach aus. Naja, wie gesagt, es gibt wenigstens eine schöne Rakete. Und wenn ich so weitermache, kriegen wir auch nicht heraus, wie viel es in Level 10 überhaupt für einen Tetris gibt. Oh, das war jetzt ganz kontraproduktiv dafür. Egal, machen wir so weiter. Noch Leute. Dieses auch Leute. Ich schrieb mal irgendwann einen Blog darüber. Ah ja, okay, jetzt. Wir kriegen. Konnte leider nicht genau hingucken, aber ich kann mir das Video später ja wieder anschauen. Also irgendwas Brauchbares wäre schon mal nett zu bekommen. Also es ist für mich gerade schwer verwunderlich, dass ich mit so einer verbockten Runde irgendwie gerade so gut in den Punkten bin. Oh, das war jetzt ganz schlecht. An diesem Zeitpunkt sollte man eigentlich eher bereit sein für die Notbremse und nicht noch irgendwie hoch hinauszubauen. So. Unschön gemacht. Glück gehabt, aber das wird jetzt nichts mehr. Schon gar nicht, wenn man sowas macht. Und wie soll ich denn jetzt da hinten in die Ecke noch reinkommen? Ne? Also. So, auf jeden Fall. Oh, schade. Naja, gut. Also, wir wissen zumindest, wie viele Punkte es auf Level 10 für ein Dings gibt. Das ist die größte Rakete, die ich bewusst jemals im Armut gesehen habe. Unbewusst weiß ich nicht. Ah, Type, Entschuldigung. Und mein derzeitiger Highscore hier ist ja irgendwo bei 320.000 oder sowas. Ich glaube, es war Level 14. Das lief gut. Naja, ja, 342.000. Okay. Der ist noch gar nicht so alt, die anderen beiden davor sind schnell da. Der 3DS, geht ja zum Glück nur in den. Also man kann zwar zurücksetzen, wenn man das Spiel wieder startet, aber wenn ich das drehe, drehen sich die Schlieren auf dem Bildschirm. Na egal. Der
setze ich ja quasi einen Speicherpunkt. Hat man jetzt gerade natürlich nicht gesehen, weil ich es aus dem Bild gehalten habe. Und dementsprechend, der lädt ihn dann auch wieder. Alles, was ich damit sagen will, ist, er speichert den Highscore. So. Also, weil wir gerade schon mal dabei sind, wieder hier Spiel fortsetzen, speichern. So, was haben wir also? Wir haben ein kleines Zettelchen auf der Rückseite eines alten Kalenders. Aber wir haben mal wieder keinen Stift. Das ist immer so, wenn ich irgendwas machen will, haben wir keinen Stift. Ich habe leider gerade nur so einen, tut mir leid für euch. 500.000 Punkte durch 12.000 auf Level 9 wären 120, 240, 360, 480 wären 4, ne? Würde ich sagen. Kann das sein? Rechne ich gerade Quatsch? 480 wären 4, dann noch 1 Server oben drauf, wären 41 oder so. Und bleiben dann noch 8.000 über. Ja. Ja. Und dann sind wir hier bei 402.000, bleiben 8.000 über. Die sind quasi nicht mehr in einem Tetris zu erfassen. So, 41, 2 Drittel. So. Macht in diesem Falle 41 Tetrisse braucht man für diese 500.000 mal 4 Lines, macht 80, 120, 160 und 1 mal 4 macht 1, 6, 4. Stimmt das oder glaube ich Quatsch? Das könnt ihr selbst entscheiden. Und 2 Drittel mal 4 sind ein bisschen mehr, also 4 durch sind 1,3, also 1 von, achso, 2 mal 1, das sind 106, 6 Periode. Das ist eine komische Rechnung, also komisch aufgeschrieben, aber, ach ja, Robuns. Also wir machen das anders, damit ihr es mir auch glaubt. Hightech-Kalkulator. Er hat ein bisschen LCD-Krebs. Ich weiß gar nicht, ob er noch angeht. Wir haben ihn so lange nicht mehr benutzt fürs Studium. Oh, wie peinlich. Aber wir können es ja noch ein bisschen mehr übertreiben. Also abgesehen davon, dass man mit dem hier schon mehr machen kann als plus, minus, mal geteilt rechnen. Deutlich mehr. Und ich dann doch eigentlich nicht mehr gemacht habe. Machen wir jetzt einfach mal Excel auf. Ja. Also, wir wollen berechnet haben 500.000 Punkte . Na, das wollten wir, ihr wollt ja auch was sehen zu erreichen bei 12.000 Punkten pro Tetris macht das 41,6 Tetris. Tja, wird das so geschrieben? Oder so? Oder so nach neuer deutscher Rechtschreibung? Weiß ich nicht. So. Na? Und es gibt 4 Lines pro Tetris. Also hier oben haben sich die Punkte rausgekürzt und das pro sowieso. Das mal das. Hier kürzen sich Tetris raus. Macht und das pro. Wie ich berechnet hatte. 166 Lines. Das macht bei 10 Lines pro Level
Das ist ja, also ich meine, dazu brauche ich jetzt keinen Taschenrechner. Ne? Nach Level 16. Ich habe meine Rechnung jetzt nochmal ein bisschen verfeinert bzw. überdacht. Angenommen, es gibt in jedem Level 1200 Punkte für einen Tetris, was ja der Fall ist, bzw. also Anzahl der Level plus 1 mal 1200 gibt es für einen Tetris. Also in Level 0 gibt es 1200 Punkte, in Level 9 gibt es 12.000 Punkte, also quasi 9 plus 1 mal 1200. In Level 10 war zu sehen 13.200 Punkte, das heißt also quasi 10 plus 1 mal 1200. Ja. So, geht man jetzt also in Level 0 los, auf der linken Seite ist das zu sehen, geht man in Level 0 los und macht nur Tetrisse, dann kommt man auf Level 176, bis man endlich mal die 500.000 Punkte, nein, man kommt auf Level 17 mit 176 Lines, bis man erstmal die 500.000 Punkte geknackt hat, halte ich für schwierig. Also, ihr dürft es gerne versuchen. Nein, ich halte es für nahezu unmöglich. Ich habe allerdings jetzt nach einer genaueren Rechnung, nämlich zu berücksichtigen, dass es immer mehr Punkte gibt mit jedem Level, festgestellt, dass man nicht bis auf Level 16, fast 17 kommt, wenn man halt immer nur von 12.000 ausgeht. Man sieht das auf der rechten Seite angefangen. In Level 9 gibt es ja immer 12.000 pro Tetris. Das heißt, man ist, wenn man Level 10 erreicht, überschreitet man sogar schon die 300.000 Punkte, das ist gut. Und ab dann wird es ja immer mehr. Das heißt also, in Level 14 gibt es sogar schon 18.000 Punkte für einen Tetris. Und man knackt dann quasi die beim Überschreiten zu Level 15 knackt man den Highscore mit 500.000. Also, ich rufe euch dazu auf, versucht es. Mir ist es bisher noch nicht geglückt, obwohl es immer mein Bestreben ist. Nachdem ich diese Rechnung, diese erste grobe Rechnung mit diesen 16,6 als Level-Ergebnis durchgeführt hatte, kam ich zu dem Schluss, okay, lass das, das schaffst du eh nicht, beziehungsweise das ist unmöglich. Und habe dementsprechend die letzten zwei Wochen nicht mehr so viel Tetris gespielt wie vorher. Jetzt nach diesem Ergebnis fürchte ich, dass ich wieder viel damit anfangen werde. Wir werden sehen, also ihr seid auch dazu herzlich aufgerufen, versucht es mal. Und postet es im Miiverse oder so. Oder geht damit in die Weltöffentlichkeit.